Marbache TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer Weihnachtsgeschichte hier auf Marbache TV. Für mich hat alles begonnen vor 2 Tagen. Auf meinem Computer poppte auf einmal die Einladung zu einem Hangout auf. Ein Mr. B-Red. Okay, draufgeklickt und es war der Weihnachtsmann persönlich. Ich war ziemlich erstaunt und ich habe gedacht, er ist sicher fake. Aber nein, es ist keiner dieser Supermarkt-Weihnachtsmänner, es ist der echte gewesen. Er hat gesagt, ich habe dich auf YouTube gesehen, du fährst einen ziemlich coolen Reifen und ich könnte mir gut vorstellen, dass du mir dieses Jahr gibst beim Backerl ausführen. Und ich so, ich wusste es. Es kann unmöglich sein, dass ein Mann alleine alle Geschenke der Welt an einem Tag aushebt. Also, der Weihnachtsmann heuert heute an. Tja, er stellt ihnen aus seinem Stall Rentiere zur Verfügung und einen Schlitten, wenn nötig. Also hat er gesagt, coole Sache, bin dabei. Und ja, perfekt, ich habe das richtige Rentier für dich. Und heute ist sie gekommen, Nicoletta. Servus. Alles klar bei dir? Nicoletta ist eine ganz liebe. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, die handelt von ihr. Und zwar, Nicoletta wurde 1998 geboren. Und was ich nicht wusste, und ihr wahrscheinlich auch nicht, Rentiere, zumindest die, die beim Weihnachtsmann aufwachsen, müssen 3 Jahre alt werden, bevor sie fliegen können. Damit hatte sie 2001 ihren ersten großen Einsatz. Sie war furchtbar aufgeregt, weil sie durfte nicht mit irgendjemandem fliegen, nein, sie durfte mit dem Weihnachtsmann persönlich fliegen. Direkt als zweites Rentier hinter Rudolf. Das war eine große Ehre. 2001 war es so, dass der Weihnachtsmann persönlich die Route nahm, und zwar nach Afghanistan. Es herrschte dort zwar großer Krieg, aber Soldaten und die Zivilbevölkerung, die wollen ja auch Packerl haben. Also hat er diese Strecke persönlich übernommen, weil sie vielleicht, naja, Krieg könnte gefährlich werden. Also ist er los mit der Nicoletta, junges Rentier, ganz aufgeregt, und sie ist los und haben alle Packerl ausgeliefert. Und am Weg nach Hause ist es dann wirklich passiert. Eine dumme Rakete hat sich sozusagen verirrt, ist knapp am Weihnachtsmann so mitten vorbei und hat Nicoletta erwischt. Gott sei Dank konnte der Weihnachtsmann sie ganz schnell nach Hause in den Stall bringen, wo der Stallmeister sie sofort behandeln konnte. Ihre Verletzungen waren ziemlich groß, aber zum Glück, sie konnte gerettet werden. Gott sei Dank hat der Weihnachtsmann in seiner Werkstatt auch sehr geschickte Bastler und Ingenieure. Denn auch wenn Nicoletta gerettet werden konnte, musste man ihr ein Bein abnehmen. Aber die geschickten Bastler in der Werkstatt des Weihnachtsmanns haben sofort eine Prothese gebastelt. Und somit ist Nicoletta seit jedes Jahr mit draußen und verteilt Geschenke an vielleicht dich oder nur dich. Wer weiß, ihr werdet es nicht sehen, es sei denn, der Weihnachtsmann engagiert euch für den 24. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr Nicoletta, die euch dann loszieht. In diesem Sinne wünsche Nicoletta und ich euch frohe, inklusive Weihnachten. Ho, ho, ho! Los geht's, Nicoletta, los geht's! Ho, ho!